Hallo zusammen. In meinem Video zum Thema Tanken habe ich euch ja erklärt, wie wichtig das ist, den Motor zu entlüften bzw. den Motorraum zu entlüften, nachdem ihr getankt habt. Und ja, das ist tatsächlich auch mein nächstes Projekt. Ich zeig's euch mal. Da unten sitzt bei mir der Motorlüfter. Und den hat's entschärft. Und ich habe auf dieses Projekt so gar keine Lust, weil das schon bald irgendwie was mit Boots-Yoga oder sowas zu tun hat. Denn, naja, so richtig Platz ist da nicht, um vernünftig ranzukommen. Ja, wünscht mir Glück. So, nach einer halben Stunde Boots-Yoga habe ich es geschafft, das Ding da unten rauszukriegen. Das ist der alte Lüfter. Ja, und der wird jetzt ersetzt. Also, weiter geht's. Wer hier vorhin den Motorraum noch so ein Stück gesehen hat und gedacht hat, oh Alter, da ist doch wahnsinnig viel Platz, was meckerst du denn rum? Dem muss ich sagen, ja grundsätzlich schon. Aber wenn man so wie ich 2 Meter groß ist, dann wird das hier unten echt eng. Und ich versuche mal euch zu zeigen, wo ich hin muss. Da unten, wo die beiden Kabel rumhängen. Da muss ich hin. Macht gerade keinen Spaß. Ich mach weiter. Bleibt dran. So, meine Lieben. Nach bestimmt einer Stunde Fummelei und Friemelei und eine Menge Schnauze voll haben, habe ich mich dazu entschlossen, nicht nur den Lüfter zu wechseln, sondern gleich den ganzen Schlauch mitzumachen, mit neu zu machen. Und ja, Ergebnis sieht so aus. Sieht gut aus. Ich zeig's euch. Also, Lüfter neu, Motorlüfter neu, Schlauch erneuert und, was soll ich euch sagen? Na nu. Oh. Und er läuft. Prima, eine Sorge weniger. Das war jetzt mit Sicherheit auch nicht das letzte Projekt, was ich hier umgesetzt habe und was es zu basteln gab. In diesem Sinne, wenn euch die Videos gefallen, lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, teilt das Ganze und ja, ich freue mich, euch bald wiederzusehen. Also, bis bald.